Hallo und herzlich willkommen zu Time to Shine in der Preview. Und ja, was haben wir uns heute für ein Pokémon ausgesucht? Es handelt sich um ein Gift-Pokémon. Als Tipp, diesmal ist es auch noch nicht voll entwickelt. Es war aber mal voll entwickelt, zu Zeiten der ersten Generation. Hat dann in der zweiten Generation eine Weiterentwicklung bekommen. Und jetzt wisst ihr es wahrscheinlich schon, also würde noch auf mehrere Pokémon zutreffen. Aber es ist, okay, das mit dem Gift nicht, aber es ist Golbat. Und ja, Golbat ist zurzeit amtiert. Das heißt, es befindet sich in keinem Format in der Tierliste. Und wenn wir dann zwei aus Antiert nach oben gehen, würden wir im Pio landen. Also Setio und dann Pio. Das heißt, wir spielen Golbat im Pio-Tier. Fähigkeiten. Was hat es denn für Fähigkeiten? Es hat leider nur zwei Fähigkeiten. Zum einen hätten wir da Konzentrator. Ist jetzt nicht die beste Fähigkeit. Verhindert Zurückschrecken und wird Bedroher ab seit der 8. Generation. Aber ja, ist okay. Und dann hätten wir noch Schwebe durch. Das heißt, wir ignorieren Delegator, Reflektor, Lichtschild etc. Ist schon deutlich besser, die Fähigkeit. Gut, dann schauen wir uns mal die Werte an. Die sind auch grundsolide, weil eben Golbat primär als vorentwickeltes Pokémon geplant war, sind sie akzeptabel. Das sind jetzt nicht die besten Werte, aber auf jeden Fall kann man damit was anfangen. Es hat eine KP-Base von 75, das ist voll in Ordnung. Einen physischen Angriff von 80 und einen speziellen Angriff von 65 sind jetzt beide nicht überragend, aber aus dem 80er physischen Angriff kann man theoretisch schon was machen. Physische Verteidigung von 70 und spezielle Verteidigung von 75, die lassen sich beide mit dem Evoliten noch sehr gut boosten. Und mit der 75 KP Base kommt man auch auf eine sehr gute Defensive. Und dann hat es noch 90 in der Initiative, was auch immer sehr, sehr gut für ein defensives Pokémon ist. Weil wir, also schnell sein als defensives Pokémon ist jetzt nicht unbedingt bad. Also dadurch haben wir viele Play-Möglichkeiten. Damit kommen wir auf eine Gesamtbasiswertsumme von 475. Und das ist okay. Ist okay, wir hatten schon schlechtere, wir hatten auch bessere, aber damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und jetzt möchte ich euch gleich das Team zeigen, das ich um Golbat herum baue. So, jetzt sind wir hier im Team und wie ihr sehen könnt, also unser schönes Shiny Golbat, könnt ihr sehen, es ist ein Evoli-Set. Was war anders zu erwarten? Also Evoli-Set ist mit Abstand das beste Set für Golbat und damit ist es auf jeden Fall gut spielbar in den niedrigeren Tiers. Ich möchte euch kurz mal hier die EV-Verteilung zeigen. Ich habe mich für ein physisch-defensives Golbat entschieden, das heißt komplett in die physische Defensive, komplett in die KP und Rest in die Initiative mit der Fähigkeit Schwebe durch, damit wir eben Delegator und sowas ignorieren können. Als nächstes haben wir dann hier die Attacken. Ich habe mich für den Sturzflug entschieden, der synergiert gut mit dem Rest des Sets bzw. dem Plan, den ich mit dem Set habe, und zwar haben wir ein Superzahn-Set. Das heißt, gerne werden Golbat dann mal Tanks reingeworfen oder allgemein Stahl-Pokémon, um Tarnsteine zu legen. Und dann haben wir den Superzahn, um die KP von denen erstmal zu halbieren, weil vergiften können wir die Stahl-Pokémon dann leider nicht. Aber der Superzahn macht dann halt trotzdem ordentlichen Schaden. Alles, was kein Stahl- oder Gift-Pokémon ist, vergiften wir mit Toxin. Wir können uns mit Ruheort dagegen hochheilen, können selbst nicht toxinisiert werden, außer von einem Amphira. Und wenn es kein Stahl- oder Gesteins-Pokémon ist, können wir es dann mit Sturzflug finishen, nachdem wir es runter gedamaged haben mit Superzahn und Toxin in der Kombination. Gut, und was habe ich, um die Schwächen von Golbat auszugleichen? Das ist noch keine Schwäche. Aber unser Elisard. Wir brauchen halt ein bisschen Offensive im Team, weil Golbat ist halt ein komplett defensives Pokémon. Und da habe ich mich für Elisard entschieden. Es ist schnell, es haut gut rein und wir haben die Wahl Brille. Hier kommen wir zur EV-Verteilung. Wir sind komplett in die spezielle Offensive, komplett in die Initiative, Rest in die Verteidigung und EVs in Angriff auf 0. Mit der Fähigkeit Trockenheit, das heißt, wir haben eine Immunität gegen Wasserattacken und die heilen uns ein bisschen. Feuerattacken machen hingegen mehr Schaden gegen uns. Und ja, zum Moveset, ganz klar Donnerblitz, Schallwelle als zweiten Step, dann noch Surfer, um Boden-Pokémon zu treffen und den Voltwechsel, um hier ein bisschen Momentum zu generieren. Als nächstes haben wir unser Irokex. Und ja, Irokex ist vor allem da, um die Psychoschwäche von Golbat abzuwehren, weil Irokex immun gegen Psychoattacken ist. Und allgemein so als spezielle Wall fungieren soll, beziehungsweise spezielle Setup-Wall. Das ist auch
eigentlich sogar genau das gleiche Set, was wir damals in Time to Shine Irokex gespielt haben, aber im Aryu. Hier ist es jetzt in seinem eigenen Tier, das heißt, hier kannst du ein bisschen mehr zeigen, was es kann. Item wieder die Überreste, hier wieder komplett in die spezielle Defensive, in die KP und Rest in die Initiative mit Fähigkeit Expidermis, die sehr, sehr gut mit unserem Moveset synergiert und es auch vor Siedewasser und so weiter schützt, also vor der Verbrennung dadurch oder vor Toxin etc. Und Attacken, Ableithiebe, um uns hochzuheilen, Abschlag, um Items zu entfernen, Erholung, um uns selbst wieder zu heilen und den Protz, um uns eben zu setupen. Gut, dann als nächstes haben wir Xatu. Und auch das ist so ein bisschen gegen die Psycho-Angriffe, weil viele Psycho-Pokémon haben eben Feen-Coverage und da ist Irokex dann doch nicht das Beste dagegen. Das heißt, wir haben noch Xatu. Und das ist auch so ein bisschen, um die Tarnsteine zu entfernen bzw. von uns fern zu halten, weil Golbat trägt den Evoliten, ergo keine Plateauschuhe, ergo es bekommt super viel Schaden durch Tarnsteine. Und ja, hier haben wir eben die Plateauschuhe drauf auf unserem Xatu. Ich habe mich hier für ein physisch-defensives Set entschieden, ganz klar mit dem Magiespiegel, um eben potenzielle Tarnsteine auf den Gegner zurückzuwerfen. Rest in die, also komplett in die KP, komplett in die physische Defensive und Rest in die Initiative investiert. Und ja, hier zum Set. Wir haben die Kehrtwende wieder für Momentum. Dann haben wir hier auch Toxin drauf. Wir haben das Auflockern, um eben Tarnsteine zu entfernen, falls sie doch gelegt werden sollten. Und den Ruheort, um uns wieder hochzuheilen. Gut. Als nächstes haben wir Wolverog, um uns so ein bisschen um die Eis-Pokémon zu kümmern. Beziehungsweise Eis ist jetzt nicht das größte Problem. Im unteren Tier gibt es nicht so die krass guten Eis-Pokémon. Aber einfach um was in der Bag zu haben. Ein Lebenorb Wolverog. Komplett physischen Angriff, komplett in die Initiative, Rest in die KP mit Fähigkeit Felsenfest. Die Tagform hat jetzt leider nicht die besten Fähigkeiten. Und das ist noch die beste davon. Deswegen, potenziell gegen Mogelhieb gut, aber ja, wir sind eh super fast. Als Attacken haben wir hier die Steinkante, den Nahkampf, weil eben Alola Sandama rumrennt. Da machen wir mit der Steinkante dann auch nicht so viel. Dann haben wir den Turbofelsen und den Schwerttanz. Also hier komplett ohne die Tarnsteine und eher auf Setup Sweeper ausgelegt. Und als letztes haben wir noch Toxiquark mit dem Giftschleim hier. Und das ist ein sehr cooles Set, bin ich der Meinung. Wie ihr hier sehen könnt, sind wir auch wieder hier komplett in den physischen Angriff, komplett in die Initiative, Rest in die KP investiert. Auch hier haben wir die Fähigkeit Trockenheit, das heißt, wir sind auch hier sicher vor Wasserattacken, müssen vor Feuerattacken ein bisschen besser aufpassen, aber da haben wir auch notfalls Wolverog in the bag. Und ja, zum Set, wir haben hier Gift-Heap, einfach als gute Step-Attacke, Ableit-Heap, um uns ein bisschen entgegenzuhalten und auch als Step. Dann haben wir den Delegator. Wenn wir den Gegner zum Switch-Out zwingen können, weil er eben nichts gegen Toxiquark machen kann oder weil er Angst davor haben muss, können wir safe auf den Delegator gehen und danach gegebenenfalls einen Schwertanz rausholen oder einen safen Hit gegen ein anderes Pokémon. Und dann haben wir eben noch den Schwertanz, um uns hochzuboosten. Das heißt, das Team baut quasi tatsächlich auf Toxiquark und Illesaat am meisten auf, weil diese unsere offensive Gewalt sind. Klar haben wir auch noch Wolverog, aber Wolverog ist eher so gegen gewisse Pokémon. Also Wolverog wird niemals durchgehen durch ein Team, aber mit Toxiquark und Illesaat kann ich hier schon verheerenden Schaden anrichten. Xatu, Irokex und Golbat ist unsere brutale Defensive, wobei Irokex, wenn es dazu kommt, auch ein Team zerstören kann. Aber ich bin gespannt, wie es sich schlagen wird, unser gutes Golbat. Wie viel Schaden es tanken wird und wie es mit den Tanks umgeht, weil gegen Tanks ist Golbat echt gut aufgestellt, weil es eben immun gegen Vergiftung ist und mit dem Superzahn noch dazu, es kann sich dagegen heilen. Also es ist unser kleiner Tank-Zerstörer. Bin gespannt, was es letztendlich zeigt, wie der Kampf laufen wird und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kampf anschaut, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welches Pokémon ihr jetzt nächstes sehen wollt. Ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr würdet noch gerne Amphira sehen. Ich bin dran. Ich bin wirklich dran. Kadabra habe ich auch gesehen, bin ich dran. Aber ich kann halt nicht immer jeden Kampf direkt bringen, weil ich muss erst das Team dann erstellen, da muss ich einen Gegner finden und der Kampf muss dann halt auch ein bisschen vorzeigbar sein, indem sich das Pokémon ein bisschen präsentiert. Das heißt, erwartet nicht, weil das nächste Woche dann direkt das Pokémon kommt. Ihr könnt mir trotzdem gerne schreiben, was ihr noch sehen wollt. Ich
Schreib es auf die Liste, ich erstelle ein Team und ich bringe es so bald wie möglich. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.